Und da sind wir wieder. Hallöchen. Zum dritten. Also der dritten Episode von Mark. Wir sind hier um den örtlichen. Hier, meine Freundin. War eure Jagd erfolgreich? Warum kannst du das? Warum kann ich das nicht? What? Mal ohne Witz, warum kann ich mich hier nicht so durch die Schatten teleportieren? Warum muss ich hier immer durch die Gegnerhorn leiten? Das ist ja absolut lächerlich. Ich wollte eigentlich gerade sagen, wir sind jetzt gerade in der Festung Unterstein beim örtlichen Despoten, Schrägstrich Warlord, Schrägstrich König. Warum können wir das nicht? Ihr kommt genau im richtigen Moment. Al-Qadach hält Hof, während wir hier sprechen. Wir werden keine bessere Chance auf eine Audienz bei ihm bekommen. Haben eure Ermittlungen etwas aufgedeckt, was uns nützlich sein könnte? Was habt ihr erfahren? Wir wissen grob, wo die Rebellen sind, aber das Ding ist halt, das heißt nicht, Herr Heldhof, dass wir vor der Öffentlichkeit, vor allen Leuten sprechen müssen. Die Rebellen könnte Arana sein, ja, sie könnte Arana sein. Das ist eine Information, die steht jetzt einfach so leer da. Weiß irgendjemand, wer Arana ist? Ist das ein Name, den man kennen muss? Naja. Arana? Diesen Namen habe ich während meiner Zeit hier schon gehört. Habt ihr erfahren, wogegen diese Rebellen eigentlich rebellieren? Einfach so? Achso, aber sie haben Spione. Aus der Stadt fliehen, obwohl die graue Schar durch das Land zieht. Nun, das sind drei nützliche Informationen. Ich möchte, dass ihr mich bei Al-Qadach vertretet. Erklärt, was ihr erfahren habt und überzeugt ihn, endlich einem Treffen mit mir zuzustimmen. Ja, wer trifft sich nicht gerne mit jahrtausendealten Vampiren, die einen wahrscheinlich mit einem Schlag komplett aus dem Leben befördern können. Ist bestimmt eine gute Idee, ihn nah ranzulassen. Na gut, ich guck mal. Sprecht mit der Wächterin des Arts. Ihr werdet sie überzeugen müssen, um eine Audienz bei Qadach zu erhalten. Ich glaube, die von euch aufgedeckten Informationen über die Rebellen dürften schon reichen, um das Interesse des Despoten von Markar zu wecken. Aber bei den Regmanen kann man nie sicher sein. Ja, na gut. Und warum kann ich da einfach direkt sich nicht nachts in sein Schlafzimmer rein teleportieren und alles ist gut? Ich habe Glück, es so weit in die Stadt hineingeschafft zu haben. Qadach und sein Gefolge haben wenig Geduld mit Adligen wie mir. Insbesondere mit einem Adligen aus einem Land, das sie für die Heimat ihres Feindes halten. Nein, diese Aufgabe ist in euren Händen besser aufgehoben. Ja, aber er müsste sich hier gar nicht zu erkennen geben. Ja, und was macht er in der Zwischenzeit rumstehen hier und warten? Ich werde weiter hier warten und diskret so viel wie möglich über das Raeg und seine Bewohner in Erfahrung bringen. Ich möchte auch über Arana und ihre Rebellen nachdenken. Vielleicht besteht die Möglichkeit, sie zu unserem Arsenal hinzuzufügen. Geht. Ich werde hier sein, wenn ihr zurückkommt. Das klingt für mich so, als das würde er einfach nichts tun. Und ich, hat er nicht eigentlich einen Spionagering? Also, das ist auch bekannt als Haus Rabenwacht. Wer sind die hier? Mir erscheint es so, dass es die Herrschaft von Al-Qadach stärker legitimieren würde, wenn er zuließe, dass Magier aus anderen Landen Nihuan Zeel studieren und katalogisieren. Jemand sollte ihm das einmal vorschlagen. Das ist bestimmt eine super Idee. Ist das hier Magiergilde? Weil die sehen nicht so aus wie die restlichen Leute, oder? Wer ist das noch? Teller ist sehr gespannt darauf, in die verwüsteten Ebenen unterhalb der Stadt einzutauchen. Ich teile ihre Begeisterung nicht. Es ist dunkel, klamm und die mechanischen Kreaturen bereiten mir Albträume. Ja, macht euch keine Sorgen. In den nächsten 1000 Jahren wird dir keiner großartig was erkunden. Können wir hier runter? Was sagt denn die Karte zu dem Thema? Die Karte sagt zu dem Thema, dass das nicht der Fall ist. Das ist natürlich sehr schade. Die Legende von Arxad. Wieso für so ein Thema übrigens, die zwergischen Namen sind verloren gegangen, aber das trifft anscheinend nur auf die Dunkelklamm zu. Wie lang ist denn die Legende? Boah. Von Neramog, gelehrte außergewöhnlicher Verdienste. Ach, der gute Neramog. Wahrscheinlich trifft man ihn gleich wieder. Wie geht man einer Legende der Legende auf den Grund? Anders als die sagenumwogenen Dämmerstädte des nördlichen Tamriel, gewaltige Ruinen, deren Standorte wohl bekannt sind, wenngleich ihre geheimen Tiefen weiterhin unangetastet bleiben und deren Interaktion mit dem Meer und Menschen, die den Land über ihren Bewohnern in zahlreichen Geschichtsbüchern festgehalten sind, bleibt Akzant weiterhin ein Mysterium. Niemand weiß, wo es liegt oder es eben auch keine Geschichte über Akzant in den Schriften anderer Völker weiter. Unser gesamtes Wissen über Akzant stammt aus kryptischen Verweisen in Wärmertexten, die ihrerseits beinahe kaum zu erziffern sind. Ich kann nur eins mit Gewissheit sagen, nämlich dass es einen Ort namens Akzant gegeben hat und er war ein Zentrum des Wissens und des Lernens. Ach,
Wo die Gewissheit endet, müssen wir uns um der Spekulation zu wenden. Soweit ich das sagen kann, wurde Akzent gegründet zur Hochzeit der Hochzeit dieser wärmen Zivilisation in der legendären unterirdischen Höhlenwelt, die als Schwarzwald bekannt ist. Zu Beginn der ersten Ära schlossen vier Dreamer Städte einen Pakt oder ein Abkommen zum Abbau und zur Untersuchung des Arkanenmaterials namens Ethereum. Zwei dieser Städte, Aksam und Betzel, liegen vermutlich unter dem westlichen Hügelvorland des Reg. Meine Quellen legen nahe, dass die Nachbarn eine Ära der Entdeckung und des Wohlstands zusammengetan haben, um eine große Bibliothek irgendeinen Tiefen des zu erbauen. Viele Dreamer-Clans kamen nach Aksam, um ihr Wissen zu mehren und zu teilen. Doch mit der Zeit nahm Zwist und Krieg in einem versteckten Reich Überhand und die friedliche Bibliothek wurde aufgegeben. Auffälligerweise wird der Stab Nurhanzel nicht einmal erwähnt in der Geschichte der Schwarzwalder Allianz oder in der Erzählung über die sogenannten Ethereum-Kriege, obwohl sie doch nah an Aksand oder Batazel liegt. Man fragt sich doch, welche vergessene Beweggründe des Dreamer-Clans angetrieben hat. War Nirjusten ein Rivale dieser anderen Städte, ein neutrales Reich, oder macht die interne Politik der Schwarzwalder Allianz die Aufnahme eines fünften Mitglieds unmöglich? Die Antwort auf dieses Rätsel könnte entscheidend für die Lösung des Mysteriums der Bibliothek von Akzent sein. Immerhin hat es bisher niemand bewerkstelligen können, Schwarzwald oder Barzell Arkanzan zu finden. Zumindest soweit mir das bewusst ist. Aber Nuchanzell ist die Stadt im Reich, die wir heute Markat nennen. Ein Besuch meinerseits steht noch aus, doch Berichte liegen nahe, dass unterhalb der Stadt eine große Reihe Ruinen liegt. Vielleicht bietet sich dort ein Weg zur Bibliothek von Akzent, sofern sie wahrlich existiert. Natürlich ist die Vorstellung einer unentdeckten und intakten Lagerstätte von Dwemer-Wissen, die noch nicht geplündert wurde, mehr als nur wenig erhebend. Über die Jahre hat mir so manche Verlieswagebund den einen oder anderen Hinweis auf Xans Existenz ergattert und sich auf der Suche nach dem berühmten Dwemer-Ruin ins Reg gewagt. Zweifelsohne hatten die meisten dieser Plünderer nur Schätze oder unermessliche Reichtümer im Sinne. Räuber und Vandalen. Der größte Schatz von allen ist Wissen. Welche Geheimnisse man wo dort findet? Die Funktionsweise von Ethereum-Kristallen? Klangarchitektur? Das Geheimnis der Sterne? Wer weiß das schon? Für die Nachwelt hoffe ich, eines Tages diese Reise anzutreten und die Bibliothek von Akzent finden zu können, bevor ein ungebildeter Söldner zufällig darüber stolpert, unbeholfen etwas Unersetzbares zerstört. Wenn ich schließlich Markat besuche, dann ich hoffentlich den Despoten zur Vernunft bringen. Vielleicht kann ich ihn ja überzeugen oder durch Bestechen dazu bringen, mich einen neuen Abstieg nach Nurhanzel versuchen zu lassen. Ich bin mir sicher, dass die Antwort, die ich suche, irgendwo unter den berühmt-berüchtigten Festungen Unterstein liegt. Ich habe das mal ein bisschen in Eiltempo durchgelesen. Ich weiß nicht, ob dadurch nicht die Qualität ein bisschen leidet. Vor allem schön, dass sie noch die alten Dwemer-Stühle da quasi noch aussehen wie gestern, ne? Also ich höre jetzt da raus, die Bude hier ist abgeschlossen. Aber hier steht vor allen Dingen Wasser. Das muss ja eigentlich irgendwo herkommen, oder? Oder ist das unfassbar brackig? Ist das nicht endlich schon? Da oben steht ein Elementarum, oder? Oder war das ein Begleiter? Rihanna Drachenschwinge. Oder Rahmschwinge? Oh, man kann nach Nuchanzell. Also ich nicht, aber man könnte. Cool. Warum ist jetzt Wächterin Botfeer sich hier draußen? Passt die auf uns auf? Ne, das war anscheinend ein Begleitertier. Das ist nur eine einsame Lampe? Nur deswegen gibt es diesen Turm? Warum schleicht dieser Typ hier durch die Gegend? Na gut, ich nehme mal stark an, dass unsere Quest uns noch früher oder später hier führen wird. Dann laufen wir mal zum Art Kadach Despoten. Despot ist auch nur so ein Name, ne? Austauschbar. Aber... Ach na gut, reden wir erstmal mit dir. Hallo Wächterin Botfee, die auf einmal hier drin ist. Ihr schon wieder? Ihr wagt es, mit eurer Gegenwart Schande über die Festung Unterstein zu bringen? Dafür braucht es Mumm. So viel muss ich euch lassen. Was treibt euch in die Festung des Arts? Ich habe wichtige Informationen. Warum reden wir denn überhaupt als Graf Verandes an? Nur weil er ein Vampir ist? Ich bin auch einer. Mich nennt niemand Graf Elia. Also wirklich. Na gut, ich brauche einfach mal... Ich bringe Informationen. Tut ihr das also? Und ihr wollt dieses Wissen mit Art Kadach teilen? Ihr steckt wirklich voller Überraschungen, Außenseiterin. In Ordnung. Ich lasse euch an den Thron herantreten. Wenn ihr den Mumm dazu habt... Der Art hat heute üble Laune. Oh ja, das ist super. Ich meine, das ist schlimmer als mit hässlich Dingsbums hier, hässlich König. Von Einsamkeit kann es ja auch nicht werden. Das Namen, ich mir schon wieder vergessen habe. Na gut. Das habt ihr noch nicht. Doch das werdet ihr. Art Kadach wird euch ebenso wahrscheinlich zuhören, wie er euch den Kopf abschlagen lässt. Also redet schnell, Außenseiterin. Und denkt daran, dass der Art keine Geduld für Narren und Schmeichler hat. Vergesst das nicht. Interessant, dass er die Information gar nicht vorher hören wollte. Wie drin wachsen hier drin eigentlich die Blumen? Haben die Dümer Lampen genug Helligkeit, dass das funktioniert? Bretul? Wusstet ihr, dass es Orte in dieser Stadt gibt, an denen man dafür bezahlen kann, in einem Bett zu schlafen und ein Bad in heißem Wasser zu nehmen? Das kann doch nicht gut für einen sein. Was? Also er hat gerade das Wort Unterkunft oder Herberge beschrieben, aber... Hä? Ich bin Art Kadach ein paar Mal begegnet. Ich mag, was er hier versucht. Versucht? Ganz schön viele Bäume hier drin, ob sie sie regelmäßig rausräumen? Seit ich nach Markat gekommen bin, wollten bisher schon die verschiedensten Clans mit mir reden. Ich kann die Zahl der Versammlungen, bei denen ich kaum wach bleiben konnte, nicht mehr zählen. Warum wurde ich jetzt unterbrochen? Also, gestern wurde ich herbeizitiert, um mit Art Kadach über Vorräte zu reden.
Was genau an mir schreit denn danach, dass ich ein Meister darin bin, Vorräte zu verwalten? Als ich dann für ein Nickerchen an meinen ach so entzückenden Schlafplatz zurückkehrte, stellte ich fest, dass meine Lieblingsdecke fort war. Aha! Er rennt jetzt also ab sofort immer mit seiner Kuscheldecke durch die Gegend. Politik des Reik, ach. Lese ich eventuell auf dem Weg nach draußen, wenn noch Zeit dafür ist. Fürstin Belaine. Zeig mal deine Augen. Sie hat erstmal normale Augen. Aber zeigt immer ein Dekolleté. Als die Wächterin euch erlaubte, den Thronsaal zu betreten, müsst ihr Neuigkeiten gehabt haben, die es mit Artkadach zu teilen galt. Also warum redet ihr mit mir? Den Art warten zu lassen ist unklug. Teilt sie mir telepathisch mit. Ach, er sitzt direkt hier. Ich dachte, hier kommt noch eine Halle. Jo, Mensch, grüß dich. Wer wird enthauptet, weil er euch hier reingelassen hat? Ihr gehört weder zum Reich noch zu den Clans. Entweder habt ihr das Hirn einer Ziege oder das Herz einer Säbelkatze. Ich bin gespannt, es herauszufinden. Was Nun sprecht frei heraus. Was führt euch zum Despoten von Markarth? Ja, eigentlich will ich Zeug, aber ich habe erstmal Informationen für dich. Östliche Hügel und wie ist sie gleich nochmal? Arana. Die Spinne. Ja, hier. Verschicke Elf, der kein Nein als Antwort akzeptieren kann. Er hätte mir dieses Angebot früher unterbreiten sollen. Neuigkeiten, die die Rebellen betreffen, das ist ein Tier, das sich zu häuten lohnt. Erzählt mir etwas, was ich noch nicht weiß. Und ich lasse euch nicht an meine Jagdhunde verfüttern. Ja, ist charming, ne? Ah, sie haben Spione und Zeug und Zeug. Spione? In meiner Stadt? Das würde einige Dinge erklären. Doch das und eine vage Ortsangabe reichen nicht, damit ich mich zum Saufen mit einem Hochelfen hinsetze. Was habt ihr sonst noch? Und denkt daran, mir geht langsam die Geduld aus. Aber er verschwendet Zeit darauf, mir das zu erklären. Na, Halleluja. Arana ist eine Anführerin, von der wir wissen. Arana? Oh. Ich kenne diesen Namen. Sie ist eine honigzüngige Fanatikerin, die sich weigerte, ihr Schwert zu begraben, als ich einen Frieden mit der Grauen Schar aushandelte. Sie ist schwer zu fassen. Aber ich wusste nicht, dass sie die Rebellen anführt. Eine Reikhexe aufspüren, das gebietet Respekt. Fürs Erste. Ach, es ist eine Reikhexe, okay. Also das ist so ein Thema, dass die Reikmann größtenteils von irgendwelchen Schamanen verwaltet werden. Das ist anscheinend immer oder immer. Ist es noch wahr? Oder war schon wahr? Weil, also ist er quasi die Ausnahme, dass tatsächlich einen König haben. Also jetzt wieder, dass der Mannteil ist jetzt hier, das ist ja. Also anders, dass er männlichen Geschlechts ist wahrscheinlich relativ irrelevant, weil ich nehme an, es gibt wahrscheinlich auch irgendwie Druiden. Aber das ist eigentlich, haben die normalerweise halt irgendjemanden, der spiritualistisch das Ding leitet und nicht militärisch. Als wichtige Position. Na gut, er hat Frieden mit der Grauen Schar geschlossen. Das klingt so nach Präteritum, als ist das schon wieder nicht mehr der Fall. Ei, sie willigten ein, die Stadt zu verschonen, während sie nach irgendeinem uralten Relikt suchen. Eines von den Dwemern, vermute ich. Das können sie haben. Verandis will ein Treffen? Dann sprecht mit meiner Beraterin, Fürstin Belaine. Spürt Arana für sie auf, und ich höre mir jedes Wort an, das er zu sagen hat. Also ich soll für ihn die Revolution beilegen. Na, Halleluja. Achso, nur aufstehen hat er gesagt, nicht? Oder impliziert er bringen? Ob das jetzt klug wäre, das an der Stelle zu fragen? Na gut, ich spreche mal mit dir. Habe ich doch gerade schon getan, aber wollte nicht mit mir reden. Jo. Ich konnte nicht anders, als das mitzuhören. Adkadachs Stimme trägt ganz schön weit. Nun erzählt mir von der Anführerin der Hexenrebellen. Der Name, den ihr nanntet. Arana, sagtet ihr, glaube ich. Alter, jetzt du nicht so dumm. Natürlich hast du das gehört. Was soll ich denn da erzählen? Ich weiß halt nichts. Ja, finden. Da liegt das Problem. Reikhexen sind geschult darin, sich in den vielen Höhlen und Gehölzen zu verlieren, die Landschaft zieren. Es ist, als wolle man einen Zahn in einem Hennenschnabel finden. Die meisten Hexen beugen sich dem Art. Arana ist eine Unruhestifterin. Das wussten die schon vorher. Warum musste ich das aufklären, dass es Arana ist?
wenn es schon bekannt war, dann... Na gut, wahrscheinlich der genaue Name. Also finden. Tatsächlich fällt diese Aufgabe euch zu. Eine Hand wäscht die andere, ja? So werden hier Geschäfte gemacht. Spürt die Rebellen auf. Findet Arana und drängt sie dazu, sich nicht länger in die Angelegenheiten Markarts einzumischen. Tut dies und ihr werdet euch einen Platz für euch und euren Grafen im Raik verdienen. Sie redet immer noch telepathisch mit mir. Das finde ich sehr beunruhigend. Aber ich will auch gar keinen verdammten Platz haben. Das ist halt... Und naja, ich mache mich dann mal auf. Dieser Ausdruck auf eurem Gesicht. Ich erkenne Neugier, wenn ich sie sehe. Wohlan denn. Ich kann ein paar Augenblicke erübrigen, bevor wir euch an eure Aufgabe schicken. Naja, gut, hier was ist ja auch wünscht die auch. Außenseiterin an Ad-Kadachs Hof zu wissen? Erstmal, dass ich nicht mehr so genannt werde. Dann sucht euch mal einen anderen Namen aus. Ist ja noch schlimmer als Zwit. Na gut, sie wird genauso viel Platz wie ich. Ja, vor allem, weil sie einen Titel hat. Ich mag nicht im Raik geboren und aufgewachsen sein. Doch ich habe mir meinen Platz als Freundin und Beraterin von Ad-Kadach verdient. Seine Untertanen nennen mich eine Festungshexe. Ich versichere euch, dass dies unter den Raikmannen eine Bezeichnung des höchsten Respekts ist. Festungshexe. Na gut, und wie bist du hier gelandet? Ein aufrichtiges Bedürfnis nach Frieden hat mich hierher gebracht. Das Raik wird von allen Seiten belagert. Orks, Nord, Bretonen, Kaiserliche. Sie alle wollen die Vernichtung der Raikmannen. Ich versuche, als eine Art Brücke zu dienen. Was? Ja, eine Brücke zwischen dem Raik und der zivilisierten Welt. Es gibt einfach keinen Grund, dass die Völker Tamriels einander weiter umbringen sollten. Wir haben die Chance, ein freundlicheres, besseres Tamriel aufzubauen. Ich bin hier, um zu helfen, dass diese Zukunft wahr wird. Oh, und solchen milchtrinkerischen Gedanken hören die hier ernsthaft zu? Na gut, wir können gleich mal nach der Rebellion fragen. Vielleicht finden wir das endlich mal raus. Worum drehen sich alle Rebellionen? Man ist unzufrieden mit der bestehenden Ordnung. Man will Aufruhr stiften. Sie sind ein Ärgernis. Mehr nicht. Das ist alles? Ja, aber warum wollen wir sie denn? Finden wir sie nur ein Ärgernis? Das klingt ja schon ernster, oder? Es ist eine Frage des Zeitpunkts. Seit der Ankunft der Grauen Schar ist das Land jenseits der Stadtmauern gefährlich geworden. Der Art drängt alle dazu, Zuflucht hier in Markarth zu suchen, während Arana sie von hier wegruft. Ihr leichtsinniges Verhalten wird sie alle das Leben kosten. Tja, das hat man oft. Ja, und ich dachte, alle Leute, wahrscheinlich hat er nur Frieden mit allen Leuten, die drinnen sind geschlossen, und bei draußen bist du halt freiwillig, ne? Frieden, ja. Zumindest eine Art. Solange wir ihnen aus dem Weg bleiben, hat die Graue Schar keinen Streit mit uns. Abgesehen davon sind die Mauern Markarts unbezwingbar. Die Raikmannen sind hier vollkommen sicher. Nun geht. Sucht Arana. Ein geleisteter Gefallen ist ein erwiderter Gefallen. Das Witzige ist heute, dass sie auch wirklich sagt, dass die Mauern unbezwingbar sind, ne? Also mehr Vorstellungen geht wohl nicht. Na gut, Kadach. Eine Geschichtsstunde? Wohlan denn. Kadach ist der Vetter des verstorbenen Kaisers Leovic. Er wurde als Herrscher von Markarth eingesetzt und regiert seitdem diese Region. Er wurde eingesetzt? Ja, und der Name? Art ist ein uralter Titel, der sich als König der Festung übersetzen lässt. Dies bezieht sich auf Markarth und die Festung Unterstein. Was den anderen Beinamen angeht, das ist ein Name, dem ihm Feinde und Außenseiter gaben. Er mag bisweilen grausam sein, aber er ist kein Tyrann. Er hat vorhin noch damit gedroht, mich an die Hunde zu verfüttern. Na gut, und warum nicht einfach König des Raik? Raikmannen haben eine Redewendung. Jeder kann im Raik ein König sein. Keiner kann ein König des Raik sein. Wenige Raikmannen akzeptieren einen echten Souverän. Es liegt nicht in ihrem Wesen. Natürlich macht das Kadachs Versuche, diese Region zu sichern, kompliziert. Ah ja, verstehe. Na gut, denn finde die Rebellen optionale Schritte, sprich mit Verandes Rabenwacht. Na gut, dann lesen wir noch das Buch und machen den Rest beim nächsten Mal.
Das passt gerade so gut. Von Konsulin Kadea, Verwalterin des Arts, Politik des Reichs, 2. Ära 578. Auf Artkadachs Geheiß bin ich in Markart, um weiter dem Volk im Reich zu dienen. Ich wurde von Kaiser Leovig persönlich von meinem Posten in der Kaiserstadt aus hergeschickt, um Markart zu helfen, der Verbindung zwischen Cyrodiil und dem Reich zu bieten. Auch wenn ich keinen neuen Befehl von der Person erhalten habe, die nun auf den Rubinthron sitzt, ging ich davon aus, mich zu empfehlen, nach Hause zurückzukehren. Artkadach entschied, dass er mein Verwaltungstalent behalten wollte. Und falls der neue Kaiser interessiert ist, habe ich beschlossen, niederzuschreiben, was ich in meinen 10 Dienstjahren gelernt habe. Vornweg ist es besser, das Reich nicht als ein Land zu betrachten, sondern als zwei. Es gibt Markart und es gibt die Wildnis. Traditionell hat der Herrscher von Markart nur wenig Einfluss auf die Wildnis, während die starken Clans der Wildnis weder die Macht noch die Absicht haben, die Stadt des Reichs zu regieren. Wenn in Markart ein schwacher Anführer sitzt oder, wie es mitunter vorkommt, gar kein Herrscher, dann schrumpft der Einflussbereich der Stadt. Wenn ein starker Anführer Markart regiert, dann erstreckt sich die Macht der Stadt über die Lande in ihrer Umgebung und die Clans des westlichen Reichs müssen Markart Autorität de facto anerkennen, wenn auch nicht formell. Die jahrhundertealte Geschichte des Reichs ist die Geschichte des Versuchs Markart, ein Reich zu gründen und des erbitterten Widerstands der Clans außerhalb von Markart gegen die übergriffige Autorität der Stadt. Die große Schwierigkeit, die diplomatischen Beziehungen mit dem Reich zugrunde liegen, fußt in der Tatsache, dass sich jeder einzelne Clan als eigenes politisches System betrachtet, dem es frei steht, nach eigenen Ermessen zu plündern, Handel zu treiben, Krieg zu führen oder Frieden zu schließen. Um einen dauerhaften Frieden mit dem Reich zu schließen, müsste man ein Dutzend verschiedener Clans verhandeln, von denen einige einander derart hassen, dass sie nie einen Frieden ehren würden, dem mein Feind zugestimmt habe. Verblüffenderweise gilt dies für Artkadach, dem Herrscher von Markart, ebenso wie es für einen ausländischen Herrscher wie den neuen Kaiser gelten würde. Für die Anführer der verschiedenen Clans ist Artkadach einfach nur ein weiterer Anführer, dem man nicht mehr Respekt schuldet, als es unter Gleichgestellten üblich ist. Sie betrachten ihn sogar mit großem Misstrauen, da sie befürchten, Erbe vor, auch über sie zu herrschen. Zum Glück sind nicht alle Regmannen darauf aus, sich alles und jeden zum Feind zu machen. Artkadach ist umsichtig in seinem Umgang mit den freien Clans. Er geht nur gegen sie vor, wenn Markart Interesse direkt bedroht wird, beispielsweise wenn ein aggressiver Clan wie Schattenfeder Reisen von und nach Markart zu gefährlich machen oder wenn ein Grenzclan wie die Knochenformer kurz davor stehen, ein benachbartes Reich zu willkürlichen Vergeltungsschlägen gegen alle Regmannen zu provozieren. Ebenso stehen die meisten der großen Clans des Reichs in einem unsicheren Frieden zueinander. Clans, die draufgängerischen Fäden vom Zaun brechen, provozieren schnell eine Allianz der anderen Clans gegen sie und alle Regmannen sind der Ansicht, dass Markarts neutrales Gebiet sein soll, das jeder Bewohner der Wildnis ungestraft betreten kann, um dort Handel zu treiben. Ein rauer, argwöhnischer Frieden ist eine Mengen Leute in Reich recht. Obschon die Macht in der Wildnis größtenteils in den Händen rund einer halben Dutzend der stärksten Clans, der Adlersee, der Sechspfoten, der Flussechen, der Dornwurzen und ein paar anderer liegt, gibt es noch eine weitere Tradition des Reich, die wir bei Geschäften mit den Clans jenseits von Artkadachs Mauern berücksichtigen müssen, nämlich die des Oberhäuptlings. Bei ihm handelt es sich in der Regel um einen Clanerführer, der sich den Respekt von Freund und Feind gleichermaßen erkämpft hat und so eine Art oberster Anführer geworden ist. Der Oberhäuptling verfügt über eine Menge moralischer Autorität allen anderen gegenüber, mit Ausnahme vielleicht der Sturst- und xenophobsten Clans. Derzeit erkennen die Clans einen ehemaligen Anführer des Flusselche namens Kanea als Oberhäuptling an. Kanea ist eine Schlichterin und Friedensschöpferin, die ihre Zeit damit verbringt, Kriegsball zu begraben und Allianzen zu flicken. Einige der aggressiven Clans betrachten sie als Wichtigtuerin und würden lieber einen Kriegsfürsten folgen, aber bis Kanea stirbt und ihre Position und Posten freiwillig abtritt, ist sie eine Stimme einer der mächtigsten in der Wildnis. Wenn die Clans zusammenarbeiten, müssen etwa, um eine besonders gefährliche Jagd durchzuführen oder einen besonders starken Eindringling abzuwehren, übernimmt der Oberhäuptling vorneweg das Kommando über die Truppen der beteiligten Clans und koordiniert Strategie und Verantwortung, bis die Gefahr vorüber ist. Dies ist nur ein Teil der politischen Gegebenheiten, die ich in meiner Zeit, in der ich für Artkadach und die Bevölkerung von Markart gearbeitet habe, verstanden habe. Na ja, gut. Also das Problem ist aber wirtschaftlich, ne? Du kannst halt ziemlich schlecht handeln mit der Außenwelt handeln, wenn du dir nicht sicher sein kannst, dass nicht irgendwelche random anderen Typen deine Handelskarawanen, denen du eigentlich sicheres Geleit versprochen hast, überfallen, ne? Da sehe ich ernsthafte Probleme. Na gut, soviel dazu.